Ich will das gesamte Geld haben. So, wir haben aber das, unser Geld beschafft. Also, die klauen uns ja das Geld. Deswegen rennen wir denen auch hinterher. Ja, aber eine angenehme Art der Fortbewegung. Zumindest sehr, sehr schnell. Solltest du auch mal probieren. So, wo ist denn da? Ich schwöre euch, ich habe nicht springen gedrückt, sondern runterklettern. Was macht er? Er springt erstmal über die halbe Stadt. Über die gottverdammte halbe Stadt. Was? Ein, zwei Meter springen? Nö, ist doch uncool. Ich springe erstmal direkt über die halbe Stadt. Dreck, Alter. Hä? Die habe ich mir noch gar nicht markiert. Na egal. Bei der Markierung sollte... Obwohl, ja, ein Schmied wäre vielleicht nicht schlecht, um die Sachen zu reparieren. Ich habe was im Auge. So, jetzt nicht mehr. So, jetzt nicht mehr. Ein Schmied wäre nicht schlecht, um die Sachen zu reparieren. Ja, weil wenn kaputt ist, doof. Gibt weniger Leben. Wobei, wir haben eben gerade nicht volles Leben. Aber man muss ja auch nicht drauf anlegen, oder? So. Wieder so unrealistisch festgehalten. Aber ist egal. Nein. Da sage ich nichts zu. Da kümmern wir uns nicht weiter drum. So. Zack, babam. Zabalam, blablabam. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Super! Okay. Hat jemand meinen Gehilfen gesehen? Ach, weißt du was? Nein, ich repariere jetzt nicht. Nö, nö, ich repariere doch nicht. Ich habe mich umentschieden. Ja, ich bin jetzt einfach so frei und entscheide mich nochmal um. Weil ich mir einfach denke, nö, bevor ich repariere, kaufe ich mir ja neue Rüstung. Wir haben schon wieder 1700 zusammen. Ich weiß jetzt nicht, was genau zerbrochen ist. Obwohl, es kostet gute 20.000, was Neues zu kaufen. Und das wird später noch teurer. Wird das nicht automatisch repariert, wenn ich eine Mission betrete? Weiß das einer? Rein zufälligerweise. So. Schätze technisch haben wir aufgeräumt. Ja, schätze technisch bin ich zufrieden. Wir machen jetzt noch dieses eine Auftragsattentat und danach werden wir ein Templerversteck besuchen. Aber vorher werden wir den ja beklauen. Mörder! Weiche zurück! Ich drücke im Übrigen immer die falsche Taste, ja. Ich muss wohl meine Medizin vergessen haben. Jetzt mich. Okay. Er springt da einfach mal rüber. Lass mich in Ruhe! Nein, 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 nein. Wir lassen dich nicht in Ruhe. Da, auf ihn! Hey, warte mal. Geht die jetzt auf mich oder auf den da? Assassino! Hilfe! Die gehen auch auf ihn. Was soll das denn? Verboten? Ist meiner! Naja, Hände weg! Ist mein Problem. Den jag ich! Gott, du bist ein bisschen nervig, ey. Lass mich in Ruhe. Nicht schüchtern. Nur ein bisschen nervig. Wo bist du? Da bist du. Oh, na, endlich. Na, was? Ist das nicht verboten? So, jetzt ist er endlich auf der unteren... Mein Gott, ey. Lass den in Ruhe. Das ist meiner. Von ihm will ich die 1500 Gold Florin haben. What the fuck? Alter, was ist denn mit dem Jungen los? Wie flink ist der denn bitte? Das ist doch nicht normal. Ich heile mich jetzt erstmal. Ich habe das wieder aufgegeben mit dem Nichtheilen. Ja, und die Wachen sind hinter ihm her. Das ist so geil. Es ist so geil. Haltet ihn! Hilfe! Lass mich in Ruhe! Da! Ihm nach! Mein Gott! Können wir ihn nicht einfach mal rammen? Was hältst du denn davon, Spiel? Ja, und ich bin jetzt wieder der Gelackmeierte, weil sie mich auf den Kieker haben. Brrr, gib mir doch einfach nur dein Geld. Ich schwöre dir, ich schlag dich gleich zu Brei. WTF! WTF! Habt ihr das gesehen, wie er runter ist? Na also, endlich haben wir das Geld. Kann doch nicht wahr sein hier. Niemand kommt durch. Ja, das ist der Hammer. Das ist der Oberhammer. Wie der Typ weggerannt ist. Like a boss. Absolut like a boss. Und jetzt kriegt er... kriegt er richtig einen in der Fresse. Ja, die Tasche ist leider Gottes leer. Oder was heißt leider Gottes? Für uns ist zum Glück ist sie leer. Für ihn ist... war eh eine leere Tasche. Also von daher... Wir haben das Geld gekriegt, ist die Hauptsache. Alto Belli. Wie lange bin ich dem jetzt hinterher? Mindestens 4-5 Minuten.
Minimum. Wenn nicht mehr. Wenn nicht sogar mehr. Würde ich so mal spontan behaupten. So, hier oben beginnt eine neue Attentatsmission. Dio Beato, wie bizarr. Nein, ich sag dazu nichts mehr. Wenn er nicht mehr springt, obwohl er springen soll. Und wenn er irgendwie anders reagiert, als ich es eingebe. Ja, ist okay. Nehme ich so hin. Wen soll ich diesmal töten? Zeig her. Gefallene Schützen. Einige Bogenschützen der Pazzi haben letzte Nacht den Palazzo della Signoria angegriffen. Ich habe sie bis zum Knie des Flusses im Bezirk San Marco verfolgt. Erledigt sie. Lorenzo. Drei Bogenschützen sind zu erledigen. Ha. Gut, zumindest muss ich sie nicht heimlich töten. Also ich hab da ein bisschen freiere Hand. Ich erinnere da nur an einen anderen Assassin's Creed-Teil. Sag mal, wo willst du eigentlich hin? Was hast du schon wieder vor? Wo sind die denn? Erstmal kurz auf der Karte gucken, wo die denn überhaupt sind. Das kommt mir sogar sehr gelegen, muss ich sagen, weil da unten sind noch Schätze. Dann nehmen wir die aus der Ecke auch mit. Kommt, kommt, seid nicht schüchtern. Weil, passt einfach. Hab dich einmal springen gedrückt. Ich habe nicht einmal springen gedrückt. Schon gut. Und bitte tut mir nichts. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Es ist einfach der Hammer, wie er sich alles anders denkt und zusammenreimt und malt. So, erstmal hier 25% weniger suchen. Und ich... Ja, rechte Maustaste, Springtaste gedrückt halten, sehr schön. Okay, hier ist es nicht. Da vorne ist noch eine Feder. Ihr dürft Herr Juf, Mist! Herr Juf, fass ihn, dort! Erstmal ist hier vorne noch eine Feder. Dann suche ich nach den Schätzen und dann mache ich meine Auftragsmorde hier. Wie komme ich an die Feder ran? Von hier aus. Ich bin aber hier oben und jetzt? Ich war schneller da. Ich war schneller da. ich frage mich nur gerade. Wo muss ich. Ach, hier muss ich rein. Oh, ich wollte eigentlich zwei Stück gleichzeitig töten. LOL. Alle drei. Nice. Was hast du denn da für eine dicke Waffe in der Hand? Schönes Schwert. Oh, der haut ab. Aber gut, ist okay. Ist okay. Ich bin ja wieder unentdeckt. Ich bin wieder entdeckt. Verschwinde von hier, du Unhold! Wir wollen deinesgleichen hier nicht! Na komm. Bleib standhaft. So, jetzt aber. Stirbt schnell, Capito! Ich habe in einer Viertelstunde einen Termin. Soll ich jemandem eure letzten Worte übermitteln? Ernsthaft, du hast in einer Viertelstunde einen Termin. Alter, nee, es reicht. Es reicht. Es reicht. Konnte ich nicht kontern, weil mir dieser Sack auf den Keks geht. Wow, 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 wow. Der mit seiner Lanze... Also die Lanze ist nicht gerade ungefährlich. So. Aber bei der Lanze gibt es eigentlich einen leichten Trick. Im Nahkampf bleiben. Und das können wir mit der versteckten Klinge perfekt eigentlich. Vielleicht noch ein bisschen zugreifen. Weiche von mir. Und schubsen. Schubsen. Okay, das war jetzt nicht der Schubser, den ich machen wollte. Egal. Ich hätte ihn auch treten können. So. Ja. Also wenn der da mit dem Speer oder der Picke oder wie das heißt, mir da ankommt, dann... Ist das einfach ein bisschen Oberfehl. Schon wieder 4000 zusammen. Das ist unser Lohn dafür, dass wir unsere Sicherheit inkompetenten Idioten überlassen. Genau so sieht es aus. So, ich plündere euch, aber ich habe nämlich die Hoffnung, dass ich noch ein paar Wurfmesser vielleicht kriege. Beziehungsweise vielleicht auch noch eure Waffen. Ich weiß es ja nicht, ob das möglich ist. In irgendeinem Teil, also, ja, wenn es hier nicht war und in Teil 1 sowieso nicht, dann kannst du noch Black Flag sein. Weil das sind die drei Teile, die ich selber gespielt habe. Dienst ist deinem Opfer in den Tod zu folgen, elende Kreatur.
Alter, wie viel Beute. Oh. Oh, ich sehe da eben gerade was auf der Minimap, was mir sehr, sehr gefällt. Der erste ist hier direkt perfekt. Aber er läuft unten lang. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Da unten ist er. Das ist mein Ziel. Dann machen wir einfach von hier oben ein wunderschönes Attentat. Kümmern uns auch darum, dass seine Leiche verschwindet. Und machen weiter. So. Vollkommen wie ein richtiger Assassine. Einfach. Einfach in der Menge untertauchen. Naja, untertauchen ist besser so. Mein Gott, was ist denn das? Irgendwas ist wieder im Auge. Kleider färben brauchen wir eigentlich nicht. Medizinbeutel. Ja, aber wenn, dann nehmen wir direkt den großen, dann brauche ich den kleinen nicht kaufen, oder? Wäre doch sinnvoll. Wer hängt eigentlich da oben Zettel auf? Da kommt doch kein... Das sieht doch kein Mensch. Mal abgesehen davon, konnten die hier in dem Zeitalter sowieso lesen? Das weiß ich gar nicht. Also, nee, kann ich mir auch selber beantworten. Nein, viele konnten nicht lesen. Andersrum. So, theoretisch müsste er gleich hier langkommen und fuck. Nicht gut. Nicht wirklich gut, nicht wirklich. Das war wieder knapp, bevor wir entdeckt worden sind. Oder entdeckt worden wären. So, ich nehme jetzt erstmal hier drüben den Schatz noch mit. Dann brauchen wir hier unten, glaube ich, nur noch einen Schatz, der ein bisschen abseits liegt. Aber dann haben wir das auch fertig. Und dann... Oder? Irre ich mich oder habe ich recht? Okay, es sind noch drei Schätze. Aber der ist zu weit weg davon. Nee, wir machen dann hier gleich, das Grab. Ich will auch ein bisschen Fortschritt haben. Oh, irgendeiner meiner miesen, dreckigen Nachbarn dreht sich eben gerade was mit Zwiebeln. Ich rieche das volle Kanüle. So. Direkt auf meiner Ebene. Wie dreist ist das denn? Oh, das ist perfekt, das ist perfekt, das ist perfekt. Er ist in einer schönen, dunklen Gasse. So, schnell die Beute mitnehmen und dann entfernen wir dich auch noch. Dann ist nur noch eine Leiche über. Können wir dich auch in den Heuballen werfen? Das wird ja schon reichen. Perfekt! Oh, das ist sehr schön, das ist sehr schön. Oh, da kann ich mich ja richtig mal ausleben. Auch mal ein paar Sachen versuchen. Vielleicht merkt ihr das auch schon, dass ich hier ein bisschen mehr probiere als sonst oder als früher. Früher bin ich ja hier durchgegangen, zabam, 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 zabam. Und jetzt so, da könnte aber noch, oder da könnte, oder da müssen wir vielleicht auch noch was. Oh, das ist eine Attentatsvision. Nein, ich muss weggucken, ich muss weggucken, ich muss weggucken. Ich will jetzt in das Grab schauen. Ja. Waffen. Ich möchte den... Ich nehme ich denn jetzt? Das Offiziersschwert macht natürlich ziemlich viel... Hat einen hohen Tempowert und auch einen guten Schutzwert und macht auch gut Schaden. Aber der florentinische Malchus hat einfach ein bisschen mehr. Aber dafür weniger Tempo. Gegen 4 Tempo. Dafür ein Schutz mehr. Der Schaden bleibt gleich. Der Preis ist auch gleich. Ich nehme jetzt erstmal den florentinischen Malchus mit. Malchus. Bei den kleinen Waffen können wir uns nichts leisten.
Ja, 2200 hätte er gekostet. Und die gelehrte Ochsenzunge müssen wir natürlich auch noch holen. Verzeiht, ich hätte nicht gedacht, dass ihr genug Geld habt. Magst du bitte die Waffe wegstecken? Dankeschön. Nicht während wir hier eventuell in Probleme geraten. Und der Wert von Monteregione ist wieder weiter gestiegen. Ach, da ist auch ein Durchgang. Ich habe gedacht, hier wäre nur eine Häuserecke. Aber nein, ist nicht so. Wisst ihr im Übrigen, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben? Einmal die Leute umspringen, genau. Und wie ging's nochmal? Oh, 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 oh! Ich wollte eigentlich stehlen, aber gut, das hat sich erledigt. Also ja, wir werden stehlen. Aber wir werden einen Dieb bestehlen. Sie, sie! Whatever. Whatever. Mein Gott. Jetzt aber. So, 1500 wieder gekriegt. Nice. Nice, 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 nice. So, da vorne haben wir die Kapelle. In der Kapelle selbst gibt es ein Assassinengrab. Und wir müssen rausfinden, wo genau es losgeht. Und wie wir da hinkommen. Super, wir sind versteckt. Das bringt mir sehr viel. Erstmal gibt es hier auf dem Turm. Da habe ich irgendwo noch eine Schatzkiste übersehen. Die müssen wir als erstes holen. Komme ich von hier aus hoch? Nein. Ja, Barbaren. Immer diese Barbaren. Ich sage es euch. Oder komme ich von dem einen nur zum anderen? Ich komme von dem einen nur zum anderen, ne? Ja. Sieht sehr danach aus. Gut, dann versuchen wir mal an der Kapelle selber hochzuklettern. Um uns von hier aus einen... Ja, jetzt wäre es schön, wenn man sich nach hinten umgucken könnte. Vernünftig. Oh, sehr... Ja, okay, okay, okay. Kommen wir hier weiter hoch? Irgendwo, an irgendeiner Stelle? Eieieiei. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Ich glaube, ich bin eine Zwischenebene zu niedrig. Ah, ich sehe hier nirgendwo einen Weg nach oben. Das ist